Fürs Menschsein. 1, 2, 3, 4. Welches soll ich nehmen? Welche dir gefällt? Deine Drogen vor dem Mikrofon. Nur Fanta. Nee, ist eine Droge, ja. Zucker. Das ist der restliche Droge. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ich bin etwas später dazugekommen, eben gerade erst. Das liegt an meiner missratenen Hündin. Nein, Quatsch, Spaß. Ich habe die letzten Worte von einigen Rednern mitbekommen und auch zugehört. Ich habe das alles schon mal gehört. So, wir alle wahrscheinlich. Es wurde alles schon gesagt. Wirklich alles. Alles Gute und alles Schlechte. Das heißt nicht, dass bei ständiger Wiederholung die Aussage schlechter wird. Das will ich nicht sagen, natürlich nicht. Auch wenn das einige Leute meinen, Propaganda und bla bla bla. Propaganda, von der sind wir umgeben. Und auch das, was wir machen, ist im Endeffekt nichts anderes als Propaganda. Die eigentliche Frage ist, warum das alles? Warum ergeben sich Vereine oder ich weiß jetzt nicht, Gruppierungen, die werden in die linke Schublade gesteckt, dann gibt es Gruppierungen, die werden in die rechte Schublade gesteckt, obwohl ich immer bis heute, ich weiß bis heute nicht, was rechtsextrem ist, ich weiß es nicht, vielleicht erklärt es mir irgendwann mal jemand. Linksextrem habe ich jetzt in den letzten Tagen gesehen, aber auch das ist nicht wirklich links, weil das, was mir die Linken erklärt haben, was links eigentlich bedeutet, heißt immer, wir wollen das Beste für die Menschheit. Okay, das möchte ich auch. Natürlich, erstmal für meine Lieben und für mich und dann der Rest. Und da, ich glaube, da unterscheiden wir uns gar nicht so sehr. Aber als ich dann tatsächlich vor ein paar Tagen am Freitag das erste Mal seit ganz langer Zeit wieder den Fernseher angeschaltet habe, beziehungsweise im Internet die einzelnen Sender aufrief, habe ich dann gehört, tatsächlich, das muss man sich mal vorstellen, dass der sogenannte schwarze Block eigentlich nicht linksextrem wäre, sondern rechtsextrem. Nur mal als Beispiel dafür, wie wir verarscht werden von denjenigen, von denen wir denken und die wir auch bezahlen mit nicht wenig Geld, dass sie die Wahrheit oder je nach so nah wie möglich an der Wahrheit die Berichte rausbringen und uns, die wir ja keine Zeit haben, das selber zu recherchieren oder zu verifizieren, dass uns es berichten, also die Medien als Informationsquelle für diejenigen, die sie bezahlen und keine Zeit haben, weil sie ackern müssen und ackern und ackern und ackern, diese selbst zu konsumieren. Das heißt, Menschen werden einfach nur, Menschen suchen sich ihre Richtung aus, ihr links oder rechts oder ihre Mitte, aufgrund dessen, was sie in anderen zuflüstern. Politiker treffen Entscheidungen über Leben und Tod aufgrund dessen, was ihre Medienberater ihnen zuflüstern. Und der Grund dafür ist nicht, weil wir eine Demokratie wären mit einem Volk, was frei ist zu entscheiden, wer sie führt, oder ein Volk, was frei ist, hinzufliegen und hinzufahren, wo sie wollen. So wird Freiheit ja definiert. Und nein, es ist, solche Entscheidungen gehen aus einem Volk hervor oder aus einer Gruppe von Menschen, die absolut keinen blassen Schimmer haben, woher die Aggression eigentlich kommt. Warum haben wir das alles hier? Warum gibt es eine Friedensmahnwache? Warum gibt es Diagnosen? Warum gibt es Onkologen? Warum gibt es Mediziner? Warum gibt es Rechtsanwälte, Juristen? Jura, de jura, hat nichts mit Recht zu tun. Diese kleine Fotze, diese Statue, das nehme ich zurück und behaupte das Gegenteil.
Entschuldigung, diese Statue, die vor Gerichten steht mit der Waage, ja, die Justitia genannt wird, oder auch andere Symboliken, haben nichts mit Recht oder mit Rechtsprechung oder mit Gleichberechtigung oder mit Frieden oder irgendwas zu tun. Sie sind die Symbole von ganz, ganz gefährlichen Leuten, die wir heutzutage kaum identifizieren können, weil wir einfach die Nachrichten dafür nicht haben. Wir haben die Informationen nicht. Um dahinter zu kommen, was zum Beispiel Satanismus ist, musst du wirklich tief graben. Es wird dir nicht von Kleber, Maischberger und Co. erzählt. Es wird auch nicht offen diskutiert, warum nie irgendwas besser wird in unserem System. Warum hat sich nie etwas verbessert in den letzten 70 Jahren unter SPD, CDU, CSU, die Grünen und so weiter, was es da alles gibt. Warum wird alles schlechter und nicht besser? Das hat meiner Meinung nach, und ich vertrete hier nur meine Meinung, nichts mit den Problemen unserer Welt zu tun oder mit Klimawandel oder mit irgendwelchen anderen Dingen, die wir alle angeblich verschuldet haben. Wir normalen Menschen haben all die Umweltverschmutzung und all die Scheiße zu verschulden. Ich sage nein, das haben wir nicht. Das haben wir nicht und das geht raus vor allen Dingen an unsere Kinder, die das jetzt vielleicht hören oder die Eltern der Kinder, die gerade geboren werden. Bringt euren Kindern diese Lügen nicht bei. Das sind Lügen. Es sind Lügen. Es sind immer nur wenige Leute, die viel Leid und Elend über viele gebracht haben und die uns einreden, was wir denken sollen und was wir fühlen sollen und wo wir, dass wir Arbeit, das ist für meine Frau, Arbeit sollen. Ja, natürlich, jeder Mensch arbeitet von alleine, jeder Mensch hat seine Berufung, jeder Mensch hat seine Talente, jeder Mensch weiß, was er will und was er nicht will, was er kann und was er nicht kann. Und das schon sehr früh. Aber unser System, unser Schulsystem, unsere allgemeine Indoktrination, Elternhaus, Medien, Kirche, Elternhaus muss ich dazu sagen, meist aus Unwissenheit und das macht es zwar nicht besser, aber es dumpft es ein bisschen ab, weil auch unsere Eltern hätten nachfragen können. Aber das ist ein anderes Thema. Wir, und das ist meine Kernaussage, ich weiß, ich hole ein bisschen aus, damit ihr es versteht. Wir werden nach Strich und Faden verarscht. Nach Strich und Faden. All diese Parteien, FDP, SDP, und was ist da alles, es ist völlig egal, sind aus dem ein und demselben Grund geschaffen worden, und zwar um uns bei Laune zu halten, um uns aktiv zu halten, dass wir uns darüber unterhalten und streiten und darauf anstoßen und darauf feiern und darauf böse sind und darauf auf den böse sind. Alles Verarschung. Und das kommt aus einer ganz bestimmten Richtung, und zwar aus der Richtung des Bösen. Und das Böse ist Luzifer. Luzifer regiert hier, genau jetzt, seit 500 Jahren. Und das erkennt ihr am besten daran, wenn ihr endlich wieder eure Sinne nutzt, eure Augen, eure Ohren, euer Herz, euer Gefühl, euren Menschenverstand, euren gottgegebenen Menschenverstand. Seht hin. Seht ihr irgendwo eine Erdkrümmung? Seht ihr, dass sich irgendwo die Erde krümmt? Egal wie hoch ihr seid, egal wohin ihr geflogen seid, die Erde krümmt sich nicht. Nein, Entschuldigung, die Erde krümmt sich und das siehst du, wenn du einmal dich an den Hafen stellst, wo das Meer ist. Und einmal nur wartest, wie das Schiff über den Horizont geht. Das kannst du gerne nachmessen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Erdkrümmung selbst nachzumessen. Entschuldigung, da musste ich einfach nur kurz einfallen. Sag mir eine Möglichkeit, die Erdkrümmung selbst nachzumessen, außer den Google Earth Calculator. Du nimmst dir zwei Stäbe, fährst 500 Kilometer auseinander, packst sie in den Boden. Ich weiß, das ist das Stanley-Experiment, wurde schon längst widerlegt. Also bitte. Ich glaube nicht. Du glaubst, ich weiß. Davon mal ab. Es gibt eine Lüge, es gibt mehrere Lügen, viele Lügen, die euch beigebracht wurden, die mir beigebracht wurden in der Schule, im Kindergarten und so weiter.
Und um jetzt eben gerade mal auf den lieben Herrn hier neben mir zu sprechen zu kommen, der sofort, das ist sehr interessant, der kam sofort hierher und hat ohne irgendeinen Beweis anzuführen, ohne irgendwas, einfach nur das Gegenteil behauptet. Aber das ist okay, weil er, genau wie ich, also fast wie ich, hat das in seiner Bildung, in seiner Schulbildung, im Kindergarten, in der Schule, in der Uni beigebracht bekommen. Und deswegen, ich bin sowieso nicht böse, das ist alles in Ordnung. Ihr werdet noch früh genug aufwachen. Aber viel besser wäre es, wenn ihr euch jetzt darüber bewusst seid, dass diejenigen, die sich hier gerade versammelt haben, die G20-Teilnehmer, da hinten, ja, dass die nicht kontrovers diskutiert haben oder irgendwelche globalen Probleme angesprochen haben. Nein, die haben sich wahrscheinlich, keine Ahnung, ins Fäustchen sowieso gelacht. Die können das gar nicht kapieren, dass die indoktrinierte Masse bereits so verblödet ist, dass man denen alles erzählen kann. Aber, ja, okay, man kann sie alles erzählen, man kann ihnen alles erzählen, aber ich glaube an das Gute. Und die Tatsache, dass sie es hier abgehalten haben und das ist 100 Meter von mir entfernt, ist das bekannteste und das älteste Judenviertel Deutschlands und das berüchtigste Europas. Die Amsterdam-Konferenz von 1933 wurde von hier aus geplant. Und das sind jetzt Informationen, die lernt ihr nicht im Mainstream, die stehen auch in keinen Schulbüchern, da müsst ihr ein bisschen recherchieren. Aber wer sich damit ein bisschen auskennt und ein bisschen weiter denkt oder weiter recherchiert als die meisten anderen, die sich nicht trauen. Ich kann das verstehen, dass Leute sich nicht trauen, weil das Wort Antisemit und Nazi fällt sehr schnell und das sind Diffamierungskeulen. Genauso übrigens wie die Antidiffamierungsliga es geplant hat 1920. Das ist übrigens Antifa. Antidiffamierungsliga. Das Antifa ist entstanden. Ja, okay, sofort. Und ich möchte einfach nur, dass ihr wisst, woher das kommt. Dieses Unglaubliche, was hier passiert. Wir werden jeden Tag besprüht mit Gift wie Kakerlaken. Keiner sagt was dazu. Und diejenigen, die was sagen, sind Verschwörungstheoretiker oder irgendwelche Spinner oder so. Und du kannst diesen Leuten, ich möchte jetzt nicht zu weit aussehen. Ich möchte eine Botschaft senden, und ich möchte mich outen. Ich will mich jetzt hier outen. Ich oute mich. Ich bin nicht schwul. Aber trotzdem ganz in Ordnung. Ich bin auch kein Ausländer, kein Flüchtling und ich bin auch kein, was weiß ich nicht, aber trotzdem ganz in Ordnung. Ich weiß nur, und ich würde euch so gerne quälen, aber es geht nicht. Wir werden verarscht nach Strich und Faden. Wir werden verarscht nach Strich und Faden. Die Erde ist flach. Die Erde ist flach. Ich weiß nicht, wo sie endet. Ich weiß nicht, ob es eine Scheibe ist. Genauso wenig wissen die Heliozentriker, wo das Universum seinen Anfang und sein Ende hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Erde flach ist, weil ich habe es gesehen. Nicht nur, dass ich religiös damit erzogen wurde. Nein, ich habe es auch gesehen. Und jeder kann Tests durchführen. Jeder kann kleine Experimente mit seinen Kindern machen. Zum Beispiel um das Mondlicht, die Temperatur des Mondlichtes zu messen und des Sonnenlichtes. Es gibt so viele tolle Sachen, die man machen kann, um einfach zu sehen, dass das, was uns erzählt wurde, eine Lüge ist. Und das ist die Mutter aller Lügen. Und die Leute, die sich da bei G20 getroffen haben, gehören alle zu den Wissenden. Und das erkennt ihr an den violetten, an den purpurnen Krawatten. Das purpurne, was sie tragen, katholische Pastoren tragen Purpur. Das ist die Farbe Luzifers. Das ist die Mischung zwischen Rot und Blau und das ist Purpur. Luzifer regiert hier, der Teufel regiert hier. Warum? Nicht, weil er viel mehr Böses braucht, um weiter zu regieren, sondern weil ihm gute Menschen, die nichts tun, die denken, sie würden alles wissen aus ihrer Schule und ihrer Universität und aus dem Elternhaus, dass die Erde natürlich rund ist. Sie hören einfach nicht mehr zu. Sie weisen alles ab. Sie,
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, weil wie ich beschimpft wurde oder werde, nur weil ich das jetzt weiterleite. Ich bin der Überbringer der Nachricht. Ich bin nicht der Erfinder. Ich überbringe das nur. Genau. Und selbst Louis XIV wusste, dass man den Überbringer der Nachricht nicht umlegt. Genau. Und der Überbringer hat jetzt seine Nachricht überbracht. Wir müssen ja leider jetzt Schluss machen. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit. Wir wollten eigentlich um 20.30 Uhr jetzt nämlich unsere Tanzeinlage bringen. Ist die jetzt schon abgehauen?